Er hat gesagt, ich bin Alpha und Omega, Christus der Herr. Ja, ich bin es selbst, der Anfang und das Ende, der Erlöser der Welt. Er hat gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus Christus ist der Weg. Er ist das Licht und das Leben, Brot und Wasser, der Anfang und das Ende, die Auferstehung und das Leben, der Erretter der Welt, die Wahrheit und der Weg. Es gibt nur einen Weg zu Glück und Erfüllung. Er ist der Weg. Jeder andere Weg, irgendein anderer Weg, welcher andere Weg auch immer, ist Wahnsinn. Er bietet uns eine Quelle lebendigen Wassers. Entweder wir trinken davon und haben nie wieder Durst, oder wir tun es nicht und bleiben törichterweise durstig. Er ist das Brot des Lebens. Entweder wir essen davon und haben nie wieder Hunger, oder wir tun es nicht und bleiben törichterweise schwach und hungrig. Er ist das Licht der Welt. Entweder folgen wir ihm und können klar sehen, oder wir tun es nicht, bleiben törichterweise blind und im Dunkeln. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er hat gesagt, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Entweder lernen wir von ihm und haben ein erfüllteres Leben, oder wir tun es nicht und verbleiben törichterweise wie tot. Er ist der Erretter der Welt. Entweder wir nehmen die Segnungen seines Sühnopfers an und werden reingemacht, würdig, seinen Geist mit uns zu haben, oder wir tun es nicht und bleiben törichterweise allein und unrein. Er ist der Weg. Johannes der Täufer sagte, dass, während er mit Wasser taufte, Jesus gekommen sei, um mit dem Heiligen Geist zu taufen. Nichts in diesem Leben ist von größerem Wert als die himmlische Gabe des Heiligen Geistes. Sie ist die Kraft, durch die wir uns verändern und dort stark gemacht werden können, wo wir schwach sind. Es ist die Macht, durch die der Herr sich denjenigen kundtut, die an ihn glauben. Alles Gute hängt davon ab, dass wir die Macht des Heiligen Geistes erlangen und bewahren. Alles hängt davon ab. Zu diesem Zweck betrat der Herr einen Garten namens Gethsemane. Dort überwand er für uns die Sünde. Er nahm unsere Sünden auf sich. Er litt die Strafe für unsere Verfehlungen. Und weil er es getan hat, können wir Vergebung für unsere Sünden erlangen, auf dass wir mit seiner Macht ausgestattet werden. Alles hängt davon ab. Was sollen wir also tun? Wir nehmen den Namen des Sohnes auf uns, denken immer an ihn und halten seine Gebote, die er uns gegeben hat, damit sein Geist immer mit uns sei. Alles hängt davon ab. Eine der beliebtesten und attraktivsten Philosophien der Menschen lautet, lebe, wie es dir gefällt, geh deinen eigenen Weg, sei du selbst und lass dir nicht von anderen sagen, was du tun sollst. Der Herr hat gesagt,
Ich bin der Weg. Er hat gesagt, folge mir nach. Er hat gesagt, was für Männer sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Wir könnten fälschlicherweise annehmen, dass wir ihm nicht wirklich folgen können, weil der Maßstab seines Lebens so erstaunlich hoch ist, dass er unerreichbar erscheint. Wir könnten denken, dass es zu schwer, zu hoch und zu viel ist und unsere Fähigkeiten übersteigt. Zumindest jetzt. Glauben Sie das niemals. Auch wenn der Maßstab des Herrn der höchste ist, glauben Sie niemals, dass nur ein paar auserwählte, besonders fähige Menschen ihn erreichen können. Es ist das Werk Gottes und seine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Es gibt nichts Vergleichbares, nirgends, niemals. Kein anderes Bestreben, keine Einrichtung, kein Plan und kein System wurde je von Menschen ersonnen, das Zugriff auf die erlösende und verwandelnde Macht des Sühnopfers Jesu Christi und auf die Gabe des Heiligen Geistes hat. Obwohl die Aufforderung des Herrn, ihm nachzufolgen, die schwierigste von allen ist, kann ihr jeder nachkommen. Nicht, weil wir dazu fähig sind, sondern weil er es ist und weil er auch uns befähigen kann. Wir glauben, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können, alle, die leben und alle, die verstorben sind, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Der Weg des Herrn ist nicht schwer. Das Leben ist schwer, nicht das Evangelium. Es gibt in allem einen Gegensatz, überall und für jeden. Das Leben ist für uns alle schwer. Aber es ist auch einfach. Wir haben nur zwei Wahlmöglichkeiten. Wir können entweder dem Herrn folgen und mit seiner Macht ausgestattet werden und Frieden, Licht, Kraft, Erkenntnis, Zuversicht, Führung, Liebe und Freude haben, oder wir können einen anderen Weg wählen. Irgendeinen anderen Weg, welchen anderen Weg auch immer, und ihn allein gehen. Ohne seine Unterstützung, ohne seine Macht, ohne seine Führung. In Aufruhr, Zweifel, Kummer und Verzweiflung. Und ich frage Sie, welcher Weg ist der leichtere? Der Herr hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Das Leben ist schwer, aber es ist auch einfach. Begeben Sie sich auf den Weg und geben Sie niemals auf. Geben Sie nie auf. Gehen Sie einfach weiter. Wenn Sie nicht stehen bleiben, werden Sie es schaffen. Es gibt nur einen Weg zu Glück und Erfüllung. Jesus Christus ist der Weg. Jeder andere Weg, irgendein anderer Weg, welcher andere Weg auch immer, ist Wahnsinn. Ich gebe Zeugnis von ihm. Ja, von Jesus Christus. Dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Wahrheit. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Erretter und das Licht der Welt. Er ist der Weg. Der einzige Weg. Mögen wir klug genug sein, ihm zu folgen. In seinem heiligen Namen, im Namen Jesu Christi. Amen.